Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Captain of Industry hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Es gab auch ein kleines Update, glaube ich, zwischendurch. Ich weiß es gar nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Aber ist auch egal. Wir gucken da nachher mal rein. Wir wollen in dieser Folge weiter uns hierum um die Eisenproduktion kümmern, um die Produktion der Construction Parts 2 kümmern. Dafür brauchen wir den Concrete Mixer, der muss mit Sand bestückt werden und ja, vieles anderes, was auch noch sehr nötig scheint, muss ich sagen. Fangen wir an mit dem Kohleabbau. Kohleabbau geht nämlich in den Bereich, wo wir sagen, so langsam zur Neige. Genau. Wir nehmen das mal raus und gehen ein bisschen in den Berg hinein. Das, was wir bei dem Eisen auch schon gemacht haben. So in dem Bereich. Dann hat er auf jeden Fall gute volle Schaufeln, sodass wir nachher hier runtergehen können. Dann können wir nachher auch den Tagebau ein bisschen nach unten bewegen, was ich da auch sehr, sehr cool finde. So, an dem Bereich brauchen wir noch einen dritten LKW, weil die Strecke doch sehr weit ist. Wir haben jetzt 21 Unity zusammen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Förderbänder zu bauen. Die kosten ja jeweils nur eine Unity. Und die brauchen auch nur den Strom, wenn sie an sind. Genau. Electricity consumed when operational. Sprich, wenn sie benutzt werden, verbrauchen sie den Strom, ansonsten nicht. Ne? Also plant immer ein bisschen Strom extra ein. Wenn die Förderbänder voll werden, dann ist euer Strom weg. So, Eisen plättert jetzt schon hier raus, das ist gut. Wir lassen jetzt trotzdem nochmal einen Rest da drin. Das haben wir eben nochmal in dem Logistik-Tutorial gesehen. Das können wir hier nochmal reingucken. Hier haben sie das auch gemacht. Die Eisenproduktion ist ja hier. Hier ist das Kohlelager das rechte. Das haben sie auch halb voll gelassen. Das Eisenlager auch. Sollte mal etwas fehlen, kann man eingreifen und sagen, wir haben noch was da. Wir ratschen nochmal schnell was durch und passen auf, wo das hinkommt. Deswegen ist das sehr gut. Und jetzt müssen wir auch die Schlacke lagern. Denn können die das Zentrale abholen. Dafür werden wir noch ein Loose Storage bauen hier außen. Der natürlich hier außen den Eingang auch hat. Und dann können die LKWs hier ranfahren und sich das rausholen. So, dafür brauchen wir natürlich noch ein Förderband. Drauf geklickt. Ist die einfachste Variante. Na, kriegt er das hin? Ja, bauen wir so. Ja. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also finde ich jetzt ist eine okay Lösung. Dafür, dass der Computer das generiert hat, finde ich top Geschichte. Doch. Muss ich sagen. So, hier haben wir jetzt ja unseren Sand, der fehlt hier noch, damit wir Concrete machen können. Concrete brauchen wir ja hierfür, um die Parts 2 zu kriegen. Der füllt sich auch immer mehr, das heißt, die Construction Parts werden mehr. Es läuft ganz gut. Ich hoffe, dass wir es mit der Kohle auch noch in den Griff kriegen. Ja, zieh mal den grünen Regler doch bitte einfach ein bisschen hoch. Also doch, ja. Machen wir mal ein bisschen was. Das läuft alles. Guck mal, da das für das erste Förderband schon angeliefert. Da baut das schon mal. Dann tun wir unseren Rest. Da hat er auch angeliefert. Ein Unity. Und hier hat er auch noch so ein Ministück. Da haben wir auch ein Unity für. So, dann lagert er nämlich die Schlacke hier drin. Slack. Und dem sagen wir jetzt maximal halb voll. Dann sollen die LKWs kommen und den Kram hier wegholen. Hier sind die natürlich jetzt voll, weil das Lager ist voll.
Und aber die sind jetzt wenigstens gut in Gange. Jetzt müssen wir natürlich noch sehen, dass die Kohle hierher kommt, ne? Ganz wichtig. Aber der muss natürlich auch die Kohle hier vorne hinschloren. Also ich weiß nicht, ob es später noch irgendwelche Fördermänner gibt, die dann sagt, okay, pass auf, der Bagger baggert darauf und wir laden das in ein Lager und von dort aus wird abgeholt. Da müssen wir halt noch mal gucken. So weit war ich noch nicht. Ja, dein Concrete-Bagger, also dein Sandbagger, ist der schon fertig? Ja, der ist fertig. Ja, dann schick ihn doch mal arbeiten. Gebiet haben wir ihm auch gegeben, das heißt ein LKW, ein Bagger, der dann das Ganze hier reinfährt. Jetzt haben wir noch drei Bagger in Produktion, drei LKWs in Produktion. Da fehlt jetzt auch nur noch sechs. Dann nehmen wir auch kurz mal ein Unit hier, dann haben wir direkt einen LKW wieder mit aufgefüllt. Ich glaube, das ist ganz gut. So, du wolltest noch ein Lager bauen für den Concrete. Stimmt, damit wir ein bisschen vorproduzieren können. Also Lager, Unity Storage. Denkt dran, grün ist Eingang und er dreht links rum. Also für uns ganz was Neues. Das lassen wir auch gleich da reinrauschen. Concrete Slab. Was machen wir eigentlich mit dem Kupfer? Mit dem Rohkupfer lagen wir das auch irgendwo ein? Jetzt Eigentlich vielleicht nicht, auch ne? mal einlagern. Ja, aber wir fahren das ja direkt weg. Ja, gut. Also ich, Okay, ja, wohl. 56 sind da drin. Ja, 60 passen, glaube ich, rein. 64. Ne, ich glaube 100. So, Ship Dock Repair ist Ja. fertig geforscht. Als nächstes Irrigated Farms brauchen wir auf jeden Fall noch. Also Hatten wir schon. die bewässerten Farmen, ja. Genau. Ach, Mal. da ist die Grundwasserpumpe. Die müssen wir auch gleich noch machen. Mal ja dann direkt nach dem Garten Ja, machen. 64 ist er voll. Storage. Ja, das ist eine gerade Zahl für einen ITler. 8, 16, 32, Ja, eiskalt, gleich voll. 64. Ja, wie war das? Und 24 ist definitiv keine gerade Zahl. Jetzt gucken wir mal, wie weit er voranschreitet. Zack, fertig. So, wie sieht das hier aus? Ja, Bagger ist da, LKW ist da. Bagger fährt woanders hin. LKW-Fahrer sagt: Du Idiot, fahr doch mal wieder dahin, wo du eben warst. Nein, das heißt Vollpfosten. Ist das, dürfen wir das sagen? Ja. Ja, okay. Voller Pfosten, ja. Voller Sand. Um einen berüchtigten Fußballspieler zu zitieren, den Sand in den Kopf stecken. Okay. So, und jetzt fängt er auch an, den ersten Concrete herzustellen. Also Betonmische, Betonmischer. Betonmische. Ein paar Förderbänder laufen, das sieht man. 150 verbrauchen wir normal, 169, dann vielleicht nochmal hier ein, dann wieder abgeschaltet, wieder angeschaltet. So, wir stellen 8 Concrete Slab her und wir brauchen für die Dinger 4. Das heißt, wir kriegen zwei Dinger aus einmal Concrete herstellen. Könntest ja fast noch so eine Fabrik bauen. Könnte ich, aber so viel verbrauchen wir gar nicht. So, wie sieht das hier mit Concrete aus? Mit Ja, Slack, ja, können ist wir er da noch ein im bisschen. Ach Anschlag. ja, mit der Slack, genau, mit der Schlacke. Ja, der ist jetzt schon, das heißt, die LKWs müssten jetzt eigentlich langsam anrücken. Ja, genau. Also ich habe vorhin einen abgeschütten sehen, da hinten. Ja, eben Concrete, gerade, Slack, ja. ne? Das habe ich auch gesehen. So, der ist Jetzt leer. Da sind haben wir schon dann. 8 drin. Das heißt, ihr müsst ja gleich an der herkommen und die 8 abholen, weil die wollen ja da rein und wollen Contraction Part 2 herstellen.
Ah, kommt noch schon einer angeflitzt. Zip. Concrete aufgeladen. Ah, jetzt kommen hier Schlacke-LKW. Jetzt wird die Rampe auch gleich fertig. Ja, Wasser wird von LKWs angeliefert. Ja. Da kommt nämlich gerade schon Wasser-LKW. Solange wir zumindest, bis wir eine Grundwasserpumpe haben. Oder wir setzen hier nochmal so einen Teil. Aber das ist auch Quatsch. Eigentlich brauchen wir hier eine Grundwasserpumpe. So, hier werden jetzt die ersten Construction Parts 2 hergestellt, meine Lieben. Das ist natürlich eine Sache, ja, von unbeschreiblicher Schönheit oder so. Mhm. Dann geht doch mal auf Schiffstock. Stimmt, wir können ja hier Schiffstock haben wir doch schon. Ja, da braucht man nämlich 50 von. Von den Zweiern. Ja. Dann klicken wir einfach mal auf Repair. Oh, dann sollen sie gefälligst anliefern. Und dann müssen sie es anliefern. Ist auch okay, dass sie das anliefern. Sieht das hier aus? Guck mal, der läuft schon durch. Jetzt bringen sie gerade wieder Concrete her. Also das läuft alles sehr gut. Ja, könnte ich nicht besser machen. Hier haben wir die normalen Construction Parts, das passt auch alles. Wir haben genügend Arbeiter. Forschung läuft auch vor sich hin. Genau, die Irrigated Farm. Und dann machen wir die Grundwasserpumpe. Und hier hinten haben wir die Transports Balancing, was du meintest. Ja, die ich noch nicht so optimal finde. Okay. Prioritizing, also du kannst priorisieren. Ja. Ist aber gar nicht so schlecht. Wer sagt, erstmal soll er die rechten Schmelzen voll machen, dann die linken. Wäre auch ganz nice. Oh, komm, jetzt sind wir schon bei 225 Kilowattstunden gerade gewesen. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen Stromproduktion bauen. Ja. Dieselgeneratorchen. Geht nicht, da muss der erstmal einen Ticken länger gemacht werden. Und dann können wir hier nämlich die kurz mal bauen, sonst dauert mir das nämlich zu lange. Ich bin da ein bisschen ungeduldig heute, ja. Und zwar Pipe, weil das ist nämlich kein Endstück. Andersrum. Ne, da wo ein Dings drunter ist, da können wir nicht. Wie wir knattert. Naja, gut. Dann ist das so. Okay. So, läuft also sehr gut. Auch der Kohleabbau hier läuft sehr gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Die Kühe ist auch sehr gesund. Ich würde sagen, sieht sehr gut aus. Wie viel haben wir jetzt angeliefert? Kann man gar nicht sehen, oder? Ja, Stock scheint fast fertig zu sein. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Eisen. Hä? Ja, 58 Eisenplatten. Ich habe keine Unity verbraucht. Also habe ich irgendwann. Ich hoffe, ich habe nichts verkehrt gemacht. Egal. Wir schmelzen ja Eisen sowieso im großen Stil. Der bringt die Kohle immer noch dahin, ne? Ja, die werden jetzt schnell genug voll. Also, zweiter Bagger für die Kohle und noch ein LKW. Bagger. Und ein LKW würde ich noch bauen. Ach so, der ist schon am Bau, ne?
Da war schon ein LKW drin, ja. So, Eisen haben wir voll. Ja, solange die Kohleöfen, solange die Öfen noch laufen mit der Kohle, die wir da anliefern, ist das ja in Ordnung. Du mal auf das Fließband bitte, ob das richtig rumgebaut ist bei der Kohle. Ja, gucke ich gleich. Ja, Pfeilrichtung ist Richtung. Okay. Richtung Blast Furnace. Es kommt zu wenig Kohle an, dass es einlagern kann. Ja. Jetzt kommt zu wenig Eisen an, dass er den Bagger fertig kriegt. Nicht mal Kupfer kommt ja an. Hoffentlich kommen wir überhaupt gerade daran. Ja, das geht. Bringt er jetzt? Construction Parts 2. Geht aber Eisen jetzt rein, du. Oder? Der holt 6 wieder für die Verarbeitung hier. Wie die Geier am Eisenlager, du. Wie die Geier. Ich möchte noch mal an dieser Stelle erinnern, das ist ein Pre-Alpha-Spiel, ne? Das heißt, das Ding ist noch nicht in der Alpha. Und es läuft schon echt gut. Und man muss auch echt den Kopf einschalten. Sonst geht da irgendwann schief. Wir haben nicht nur 30 Monate Nahrung zum Beispiel. Oh, guck mal, der ist aber gerade gleich fertig. 30 hergestellt. Und der ist auch gleich fertig, schafft auch die Regenphase. Das heißt, da haben wir gleich wieder ein bisschen Nahrungsmittel mehr. Ja. Ist okay, wir sind ja am Forschen, also da sind wir auf einem guten Wege. Mache ich mir eigentlich wenig Gedanken drum. So, wie sieht das hier aus? Ah, da holt das Kupfer da nicht aus, doch jetzt, oder? Nee. Will noch Construction Part 2. Weiter runter scrollst, hast du da unten noch Constructing, oder? Nö. Also auf jeden Fall fehlt ihm noch was, den Bau fertigzustellen, also Ja. Part 2. So, hier ein Unit, hier kommen wir Bagger fertig. Die Unity noch für. Ein Unity, Manu. Einer. So, ab zu den Kohlejungs. Ab zu den Kohlefreunden. So, da müssten wir eigentlich hier auch mal was reinkriegen. Kohle können wir auch noch ein bisschen nach unten baggern, das ist durchaus kein Problem. Aber da war auch einiges drin an Concrete. Die Zweier Parts schaffen wir auch alle. Was sagt der Stromfreund hier hinten? Wahrscheinlich Kupfer. Nö. Dann fertig werden, oder? Er hat alles. Nee, habe ich den falschen angeklickt? Hä?
Da hat Diesel. Da hat das, schafft aber keine Electricity. Was kann ich hier unten anklicken? Irgendwas fehlt mir hier unten. Fenster kannst du auch nicht höher ziehen. Ne. Ne. Und das wird es hier auch sein. Oh, das dürfte jetzt gleich fertig sein. Oder? Ne, fehlt immer noch. Eisen fehlt ihm noch, aber Eisen braucht er eigentlich gar nicht. Aber die bringen ja Material hin. Das Eisen ist ja fürs Schiff reparieren. Das ist ja krass. Aber er läuft noch nicht. Wir sind bei 300 Kilowatt. Ja, wir müssen 450 haben. Also fehlt ihm noch irgendwas. Ja, ich kann leider nicht gucken, was. So, Irrigated Farms sind auch fertig. Jetzt wollen wir die Groundwater Pump machen. Also die Grundwasserpumpe, da ist es auch so, dass man auch genau wie bei der Ölpumpe einen Grundstand hat, so wie hier jetzt, der mit dem gepumpten Wasser oder mit dem Wasser, was wir pumpen, weggeht. Aber wenn es regnet, wird er wieder aufgefüllt. Na, so. Liefert er richtig ab, oder? Ship Dog is ready. Okay. Wie fangen sie das Eisen nochmal an? Das ist aber strange. Die Pair, ja. Jetzt wartet er, waiting for material. Genau. Needs fewer. Eine Crew. Irgendwas scheint da schief gelaufen zu sein. Blocked. Waiting for materials. Ja, er wartet jetzt auf die Eisenplatten, die noch angeliefert werden müssen. Die 58. Dann repariert er dein Schiff. Nein. Ach so. Mhm. Vorher war ja nur das Dock reparieren, damit er reparieren kann. Ah, okay. Ich dachte schon, das liegt an mir. Meistens bin ich ja immer so dieser Fehlfaktor. Ach, ich habe noch gar kein Lager für die Gelben, ja. Für die Gelben. Ein böses Kante. So, grün nach links. Grün. Hey, Moment, reißen Sie dir sie ja noch frisch gebacken aus der Fabrik raus. Das stimmt, ja. Ach, guck mal, hier ist das Construction. Das ist das, was bei dem anderen, bei den anderen fehlt. Ja, das ist nach unten gerutscht. Das Fenster selber kannst du aber nicht nach oben schieben, oder? Nein. Doch. Doch, aha. Dann gehen wir auf den Dieselgenerator bitte. Wenn's... Der ist jetzt fertig. Ah, okay. Du warst nur da unten weggerutscht, das Fenster. Ja. Wahrscheinlich habe ich das selber mal nach unten geschoben. Gut möglich. Batsch, Handkopf gewonnen. Palme. Und die heutige Ehrenpalme geht an Kante zuckt. Sind wir wieder herrlich mit dir, Manu. Ist ja schon fast eine Schlagzeile wert. Kante zuckt eröffnet auf Insel Palmengarten. Hart, ja. Wollen wir da noch so ein Ding hinstellen? So einen gelben Construction Parts Gerät? Ja, würde ich schon sagen. Und ich würde auch die 1er Construction Parts dann irgendwann elektrifizieren.
Die sind schon elektrifiziert. Hast du die schon aufgebohrt? Ja, war ich so unaufmerksam? Da warst du richtig unaufmerksam, Mann. Hast du mir die so heimlich so zwischen rein geschoben? Mhm. Ich hab dir die richtig untergeschoben, habe ich dir. Ja. Aber das Gute ist, dass die Construction Parts ja gleich um die Ecke sind. Das heißt, die werden natürlich gleich angeliefert. Volle 20. Im nächsten vollen 20. Na gut, da waren noch mal 8 drin. Der wollte keine 8, der wollte keine 20 mitnehmen. Ja, wenn auf Lieferschein nur 8 stehen, dann nehme ich auch nur 8 mit. Ja, ganz normal, ne? Ja. Dann hat einer nochmal 2 gebracht und das bringt dann nochmal 20. Nee, gar nicht. Nochmal 8. Oh, also Mann. Ich würde mal das ERP-System überprüfen lassen. Ja. Da stimmt irgendwas mit der Lieferscheinerstellung nicht. So, jetzt aber. New Tutorial World Exploration. Das heißt, jawohl, das Schiff ist fertig, oder? Würde ich fast behaupten, jetzt Mannschaft drauf und Sprit rein. So, wollen wir mal kicken. Our ship, this is ready. Ja. Das Ding haben wir auch. Aber worked immer noch. Ship health and repair. Also ja, die arbeiten jetzt noch dran. Der ist jetzt in der fähigen Version 800. 80% repariert. Dann wäre er auslauffähig. Irgendwie ist deine Eisenproduktion voll ausgelastet. So. Wir laden mal eine Crew. Ja, laden mal eine Crew und tanken mal den Dock auf, damit dann den grünen. Dock sind 132 Diesel. Ja, aber Schiff ist nicht geladen. Fuel for Ship. Das ist ja der Regler, wie viel Sprit du fürs Schiff vorsiehst. Der muss hoch, damit er einmal auftanken kann. Hat er. Gut, dann haben wir hier unten einen ganz tollen Reiter, eine ganz neuen aber World Map. Lass doch erstmal das Schiff fertig reparieren. Das Schiff ist fertig. Das ist nur das Dock, was noch nicht fertig ist. Na gut, Ship Hales ist auch ein bisschen, na gut. Ja, dann gut, dann warten wir noch. So, arbeitet wie Sau. Concrete drin, Concrete, oh, Alter, auch voll aufgefüllt. Ist ja unglaublich, guck mal, was wir jetzt schon an Construction Part 2 haben hier. Ja. Sehr gut, dann können wir jetzt ja nochmal gucken, was brauchen wir. Charcoal Maker brauchen wir nicht, das haben wir alles. Die Irrigated Farms, ja, die ganz müssen wir wichtige updaten. Geschichte. Die müssen wir updaten. Gucken jetzt hier erstmal, ist gerade erst angepflanzt, ist noch nicht viel passiert. Dann gehen wir hier gleich auf Upgrade. Und hier ist es dasselbe, dass da noch nicht viel passiert ist. Auch hier gehen wir gleich in den Upgrade rein. 38 Monate Nahrungsmittelvorrat bis dahin sollten sie fertig sein. Ja, und dann bauen wir gleichzeitig noch. Haben wir die Grundsätze? Eine weitere. Auch hier, Ship was fully repaired. Ach, Wir forschen noch. Also schicken wir jetzt erstmal das Schiff los, oder? Genau. Wir schicken jetzt erstmal das Schiff los. Es ist eh voll. Die Crew ist an Bord. Kraftstoff ist drin. Das heißt, wir können uns jetzt irgendeinen Punkt aussuchen, wo wir jetzt hinfahren auf der Welt. Nehmen wir erstmal eine kurze Tour. 195 Kilometer. Hier steht auch an der Seite Cargo Capacity, also wie viel wir mitnehmen können. Kraftstoffreserve für 2080 Kilometer. Die Crew und wo wir sind. Wir fahren jetzt los und machen unsere erste Expedition. Das Schiff legt ab. Und wir sagen, Schiff, ahoi. Gute Reise. Ja, gute Reise, genau. Kommt heil wieder zurück, meine Lieben. Okay, Jungs, der Chef ist außer Haus. Wir können nur alleine weitermachen. Ja, mitfahren kann man leider nicht. Aber weiß, vielleicht kommt da noch was. Haben wir jetzt alles hier schon durchgeackert? Oder? Der Rubber fehlt.
Aber Rubber sollte ja gleich kommen. Könnte gut sein, aber du könntest auch noch mal so ein paar Häuschen bauen. Ein paar Hast du nämlich, Häuschen. ja, hast du jetzt genügend Construction Parts? Ich bin gerade am Nahrungsmittel ausbauen. Und 31 Arbeiter haben wir noch. Geht schneller als man denkt. Siehe vorhin. Oder in letzter Folge. So, das Schiff ist gleich angekommen. Aber wir lassen uns auf die Folter spannen. Ihr seht, hier ist alles schon matschig. Hier wird so viel LKW gefahren. Hier könnten wir sehr viel mit Förderbändern erledigen. Aber. Na gut, die Construction Parts könnten wir einlagern, ne? Mit Förderbändern. Oh, könnte man tun. Aber oh, wir haben keinen Rubber. Das machen wir dasselbe mit den gelben nochmal, dann brauchen die da nicht extra das Auslagern machen. Das Anliefern würde ich schon ganz gerne noch so machen. Sonst hat man die Eisenplatten nachher alle auf dem Band liegen und braucht es mal keiner so. So, hatte sich jetzt das Schiff gemeldet. Frage. Ach ja, komm. Location Export, siehst du wohl. So, und wir haben ein Ölrig gefunden. This station gives you oil when assigned with workers. Das heißt, wir müssen da Arbeiter hinschicken, die dann da arbeiten und dann werden wir mit Öl. Ah ne, müssen wir erstmal reparieren, wa? Ja, erstmal müssen wir es reparieren, das gute Stück. Also erstmal Hooray sagen, dass wir es gefunden haben. Hooray, wir haben es gefunden. Wir müssen nach 40 Construction Parts 2 hier liefern. Start Repair. Start Repairs. Und schon hast du wieder Arbeitermangel. Ah. So, das wären 440 Kilometer. Eng. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man es nicht mehr zurückschafft? Das habe ich noch nie ausprobiert. Und ich möchte es eigentlich auch nicht ausprobieren, bevor man nicht ein zweites Schiff hat zum Nachtanken. Man kann ein zweites Schiff bauen? Ich meine, man muss eh... Ach egal, wir können ja die anderen nochmal erkunden. So, wir haben 20 Arbeiter zu wenig. Was bedeutet für uns? Beacon an. Wir machen den Turm mal wieder an und rufen mal wieder... Leute, kommt zu uns. Bei uns ist es wunderschön. Construction Parts geliefert. Und hier bilden wir nur mit den Units. Dann haben wir nämlich alles hier im grünen Bereich. Ohne dass die LKWs fahren müssen, haben die LKWs halt einen Bereich, wo sie ja eher gebraucht werden, ne? Die Schlacke wegbringen und. Eisen passt. Wie ist das mit Kohle? Das Kohle? Ah, Kohle haben ist wir hier drin. Jawohl. Haben wir jetzt auf Lager. Aber gut. Das heißt, da hat der Manu auch recht mit gehabt. Hat er jetzt überlegt, wo er hinfährt oder was? Ob es nachher Straßen gibt oder ähnliches, kann ich euch auch noch nicht sagen. Das ist noch sehr, sehr ferne Zukunft. Meine Felder sollten fertig sein. Das stimmt. Jetzt haben wir nicht genügend Arbeiter. Ja. Verdammt. Nicht ja, gut, genügend Arbeiter. Alter Schwede. Tu mal was hier, Mann. Mach mal die Leuchtturm an. Aber wir müssen mit dem Schiff wieder losfahren. Ja. Da kriegen wir nämlich auch ein bisschen Leute ran. Fahr nach oben.
explorieren wir mal wieder. Weil, wenn wir da Siedlungen entdecken, dann bringen wir auch einen Wanderer mit. Die Felder sind aber im Grunde genommen besser, weil wir können die mit Wasser nachher beliefern. Da machen die LKWs ja jetzt schon. Da müssen wir aber nachher gucken, wie wir das machen, ne? Weil kommen wir den Packern da nicht mehr durch. Eine Pumpe links, eine Pumpe rechts. Wird wohl so sein. Na egal, wenn die Pumpe nicht mehr pumpt, dann ist sie eh. Also wenn genügend Wasser da, dann pumpt die Pumpe auch nicht mehr. Oh, Kraftstoff geht zur Neige oder was ist da los? Ja gut, du hast das Schiff jetzt gerade nochmal voll getankt. LKWs hätten gerne Sprit. Ja, aber du brauchst noch ein paar Rohölpumpen. Oder? Nö. Dann wir noch weg. Schlacke kommt nicht weg. Die Wastewater. Nee. Wastewater? Das läuft dauerhaft. Oder? Nee, es läuft nee, gar nicht. Krieg ich es nicht weg. Warum kriegst du es da nicht weg? Das Rohr nicht richtig angeschlossen. Ja, das läuft. Nee, also hier läuft es weit rum. Ja, du kannst es ja drehen, wenn du draufklickst. Toggle Direction. Toggle Direction. Und hier auch wahrscheinlich, ne? Ne, hier ist richtig. Das hinterste ja, Stück. Das hinterste, sie mit. Das hinterste Stück ist auch falsch rum. Das oh, ist leer. Bam, Alter. Ja. Na. Jetzt aber. Ja, jetzt haben wir auch eine zweite Kraftstoffproduktion. Oh Mann, ey. Ja, läuft, würde ich sagen. Schon zwei Palmen heute. Hm? Ja, in einer Folge. Ja. So haben sich hier mal ein paar Freunde angekündigt, oder was? Location explored. 24 neue Peoples haben wir gefunden. Und Gummi und 162 Pure Copper. Genau, und das bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Ja. Inklusive der 24 People. Die könnten eigentlich schon mal hier gewesen sein, per WLAN. Oh, nicht mal die Wasserversorgung hat, Alter Schwede, ey. Research complete water ground pump. Ne, warte mal, groundwater pump, so wollte ich das sagen. Und Wasserpumpe. Genau. So, dann würde ich fast schon sagen, wir gehen Strom weiter. Alles andere haben wir erforscht. Strom oder Advanced Diesel. Ich würde eher den Strom bevorzugen. Ja, ne? Den Strom wollen wir haben. Eine Dampfmaschine brauchst du ja sowieso. Not enough workers. Das ist natürlich gleich wieder anders, wenn die 24 hier ankommen. Dann kommen vielleicht noch ein paar via Schiff hier an. Na, wo ist das jetzt? Müsste gerade anlegen. Hm? Wartet gerade die Gezeiten ab. Ach nee, da ist es schon. Da ist es schon. So, einmal anlegen, dann haben wir nämlich gleich wieder einen Überschuss an Arbeitern. Ja, und du hättest dann die Construction Parts für das Ölrig. Oh, stimmt. Die könntest du ja, glaube ich, jetzt auch laden. Hier auf dem Dock. Load Materials on Ship ganz unten. Achso. Dock. Ja. Arbeiten wir dran. Das war keine Absicht. Dann müssten jetzt die 40 ankommen. Wir müssen sie jetzt auch abholen.
hat der jetzt geladen? Ach, Rubber. Ja, für die LKW-Produktion. Ja, LKW-Produktion. Kann man nochmal eins, zwei dazu. Dann haben wir lieber ein paar mehr LKWs. Das ist schon wieder einiges in der Kühe. Dann nehmen wir noch einen. LKWs brauchen wir immer. Kann man nie unterschätzen. Ah, komm mal, er baut ja auch schon das ab, was ich ihm aufgetragen habe. Unseren schönen Wald. Ah, da bin ich jetzt Kraftstoff zum Hafen. Guck, das Schiff ist voll. Das heißt, wir fahren jetzt raus zum... Sind die Construction Parts schon da? Müsste. Deliver Cargo stand da gerade. Ah, okay. Ne, sind 20 sind da, okay. Ja, dann warten wir noch kurz. Jetzt sind die 40 da. Alles klar. Gut, dass Manu daran gedacht hat. Ich wäre wieder ohne losgefahren, ne? So, Deliver Cargo. Das heißt, Schiff wird schon wieder los. Aber das nehmen wir jetzt noch mit in der Folge. Dann Landing Cargo for Ulrich. Ja, erst fertig mit dem Laden gewesen. Das war die Meldung dafür. Ach so, das ist ja gut, ne? Rubber hier rüber. Irgendwo ein bisschen Eisen. Boah, ist ja fast voll. Ha. Die laufen nicht mal leer, die Dinger. Ja, da hätte man auch noch ein zweites Förderband für die zwei oberen Maschinen, aber ja, gut. Reicht immer noch. Stetiger Eingang. Auch hier haben wir weitere Einwanderer. Schiff schon da? Nein, Schiff noch nicht da. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wir gucken jetzt noch, dass wir die noch reparieren. Und dafür brauchen wir auch massiv Arbeiter. Aber das sind ja schon 25, ne? Oder? Ne, die brauchen wir dann. Ja. Okay. Du wolltest noch Häuser bauen, weil du bist nämlich demnächst wieder voll. Wollte ich? Oder wolltest du, dass ich das baue? Boah, wir müssen unbedingt, wir müssen noch ein Feld haben. Ah, jetzt so langsam wird's. Nicht zu nah dran. So. Dann brauche ich eine Grundwasserpumpe, die werde ich hier direkt ans Feld ransetzen. Du hast den Eingang auf der anderen Seite beim Grundwasser. Ja, muss ich einmal hinten rum und einmal habe ich hier vorne bei Grundwasser anfangen. Ja, stimmt. Und die andere würde ich oben mit einer eigenen Pumpe versehen. Das linke Feld. Ja. Damit dein Bagger da noch lang fahren kann. Genau. Dann lassen wir hier noch Zwischenplatz. Falls wir irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft was anderes anliefern wollen. Nochmal was anliefern wollen. Vielen Dank, Michael, für deine 200 Bits. Achso, warte mal. Wollte ich ja hochlegen. Oh Gott, habe ich dich lange nicht mehr gehört. So, kann man die nämlich bis hier vorne vorlegen. Nee. Machen wir so. Dann legen wir die rüber. Dann gehen wir ran. Ich glaube, so macht das am meisten Sinn.
So, jetzt nur noch die andere anbinden. Ja, da war ich zu schnell. Kriege ich da unten nicht ran, also muss ich von oben wieder runter gehen. Aber das ist ja nicht so schlimm jetzt. Also kein Drama. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn wir noch eine bauen. Ne? Was kostet eine? 30. Ach, egal. Wir legen jetzt einmal hier rum. Auch die einfachen bauen. So, so wie wir haben, bauen wir, und wenn nicht haben, dann ist auch okay. So, hier pflanzen wir als erstes Kartoffeln und dann füllen wir das Feld wieder auf. Das heißt, wir haben jetzt ja hier schon den Anschluss. Hier sieht man die Grundwasser, das Grundwasservorkommen, was wir haben. Und sobald es regnet, füllt es sich wieder auf. Finde ich eine coole Sache. Dann kann man nicht zu viel rausziehen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die jetzt beide zusammen dasselbe haben. 8.928. 1.000 scheint der Cap zu sein. Genau. 9.000 ist Cap, und wenn alle Pumpen das leer gepumpt haben, dann ist es vorbei. Es sei denn, es regnet. So, das läuft alles. Das läuft auch voll. Leicht negative Unity gerade, nur zur Information. Ja. Woran liegt das? Eulrig 1. Eulrig braucht ein Unity. Ja gut, den kannst du ja auch pausieren, wenn du magst. Ja, aber ich weiß noch nicht, was die Eulrig, wie die das jetzt hier rüberbringt. Ja, du kannst dann dort laden. Ach so, da. Ach, der produziert das Crude Oil, ja. Kannst das Load Cargo machen und dann kannst du das mit nach Hause bringen. Du würdest jetzt einmal verlaufen lassen, Schiff beladen und wieder zurückfahren. Ja. Dann pausieren, bis ich wieder Öl brauche. Oh. Ship has no order, ja, das ist okay, das kann jetzt auch erstmal da ordern, wieso? Das kann dort vor Rede liegen. Genau, und dann liefern wir nämlich das Öl hier mit an. Crude Oil. Ja, die vier Pumpen reichen nicht. Ne, die vier Pumpen reichen im Moment nicht, das stimmt. Aber wir können davon hier direkt rauspumpen. Oder die, ach, die können das auch mit dem LKW rüberbringen. Ja, ja. Das ist Eingang übrigens für den Sprit. Ach stimmt, war grün, ne? Ja. Die haben gar keinen Ausgang. Mhm. Toll. Toll. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben einiges geschafft, schön auch ein bisschen geforscht und auch gesehen, was kommt bei raus, wenn man hier diesen Oil Rig in Gange nimmt. Also wenn man mit dem Schiff ein bisschen durch die Gegend guckt. Ich weiß noch nicht, ob das random generiert ist, die Karte. Ich glaube noch nicht. Könnte aber wahrscheinlich noch passieren. Ich glaube, dass immer die. Das war schon zweimal bei mir, dass da die. Ja, bei mir auch. Ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das noch aus Pre-Alpha. Ich denke auch. Aber wie gesagt, das ist Pre-Alpha. Gib den Jungs ein bisschen Zeit und dann kriegen die das alles mit Sicherheit hin. Wir haben einiges an Eisenplatten. Wir müssen die irgendwie rauskriegen. Mal gucken, was wir das Schönes machen. Ich bin da ganz guter Dinge. Wahrscheinlich werden wir nochmal eine weitere Assembly bauen. Ne? Ja, die einfachen Construction Parts könnte man durchaus dann nochmal eine bauen oder zwei. Oder daneben. Ja, das war eiskalt daneben. Und daneben bauen ist ja absolut nicht so mein Ding. Ne? Ich habe das schon oft probiert, aber ich komme da ja nicht mit klar. Ne? Naja gut, nichtsdestotrotz, wir sind hier, alter Schwede, bei fast 50 Minuten. Okay, ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr sagt, wir machen das Ganze weiter oder nicht.
Könnt auch gerne schreiben, was du zum Schiff sagt mit der Ölbohrinsel. Das würde mich auch interessieren. Wir müssen jetzt sehen, dass wir gleich wieder Nahrung rankriegen, aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Wege, dass wir jetzt die ganzen Umbauten gemacht haben. Hier fehlt noch ein bisschen Construction Part 1. Hier kommen ein Unity, das ist auch fertig. Da brauchen wir so ein paar Arbeiter für. 25, easy, würde ich sagen. Und ja, dann gucken wir, wie das Ganze weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Soweit hatte ich es noch nicht gehabt. Aber das wird auch spannend mit der Stromproduktion. Also bleibt damit am Ball und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge oder in einem anderen Projekt hier auf Kante zockt. Bis zum nächsten Mal, euer Kante mit dem Manu. Tschüss.